Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Zum dritten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in die Ukraine gereist. Mit Präsident Selenskyj und Ministerpräsident Schmyhal will sie darüber sprechen, wie sich die EU und die Ukraine wirtschaftlich weiter annähern können. So will von der Leyen etwa erreichen, dass das Land Zugang zum EU-Binnenmarkt erhält. Das soll unter anderem beim späteren Wiederaufbau der Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Fotos eines stark beschädigten Staudamms in der südukrainischen Industriestadt Kryvyi Rih. Die Ukraine macht einen russischen Raketenbeschuss dafür verantwortlich. Auf Twitter veröffentlicht eine ukrainische Parlamentsabgeordnete diese Bilder. Sie sollen zeigen, wie der Fluss einen Damm durchbrochen hat und über die Ufer getreten ist. Nur wenige Meter entfernt seien Wohnhäuser, schreibt die Abgeordnete. Kryvyi Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten. Er veröffentlicht dieses Foto und spricht von dem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen. Ein abscheulicher Akt, der vielleicht die verrückten russischen Propagandisten erfreut, aber sicherlich nicht den moralischen und psychologischen Zustand der russischen Soldaten retten wird. Die haben verstanden, dass die russische Führung inkompetent ist und dass sie in der Ukraine an allen Fronten eine Niederlage erwartet. Nach seinem gestrigen Besuch in der befreiten Stadt Izium war Selenskyj offenbar in einen Autounfall verwickelt. Ein Fahrzeug sei mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, schrieb sein Sprecher auf Facebook. Der Präsident sei nicht ernsthaft verletzt, die Polizei untersuche die Umstände des Unfalls. Am Morgen ist EU-Kommissionschefin von der Leyen in Kiew eingetroffen. Begrüßt wird sie von der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin. Es ist ihr dritter Besuch in der Stadt seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Später will von der Leyen nach eigenen Angaben mit Präsident Selenskyj und Ministerpräsident Schmyhal über eine wirtschaftliche Annäherung der Ukraine an die EU sprechen. Anders als in der Ukraine haben die beiden verfeindeten Nachbarstaaten Aserbaidschan und Armenien im Südkaukasus ihre jüngst aufgeflammten Kämpfe offenbar eingestellt. Am Abend sei eine Waffenruhe in Kraft getreten, teilte der armenische Sicherheitsrat mit. Aus Aserbaidschan gibt es dazu keine Bestätigung. Bei den zweitägigen Gefechten im Grenzgebiet waren auf beiden Seiten mehr als 150 Soldaten getötet worden. Die zwei ehemaligen Sowjetrepubliken streiten seit Jahrzehnten um das Gebiet Bergkarabach. Um die Lage im Kaukasus, aber vor allem um den Ukraine-Krieg, dürften sich die Gespräche heute im usbekischen Samarkand drehen. Chinas Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin treffen dort zusammen. Beide nehmen am Gipfel der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil, einem Zusammenschluss von 8 Staaten. Die Länder unter Führung Chinas und Russlands haben sich Sicherheit und Zusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben. Aber es geht auch darum, dem Westen politisch die Stirn zu bieten. Und wir fragen nach bei Ina Ruck in Moskau. Nochmal zum Verständnis, wie lässt sich das Verhältnis zwischen Russland und China beschreiben? Nach außen hin wird es als ein demonstrativ gutes immer wieder dargestellt. Man nutzt einander auch. Es ist tatsächlich ein Verhältnis, das sehr von diesem Kosten-Nutzen-Gedanken geprägt ist. Im Moment ist es für Russland sehr wichtig, dass China viele der Sanktionsschäden ausgleicht, also Öl kauft, aber auch Waren liefert. Aber auch China schaut da genau drauf und wird nie etwas gegen seine eigenen Interessen tun. Also zum Beispiel gegen irgendwas tun, was die westlichen Märkte für China verschließen würde. In diesem Verhältnis ist China eindeutig der sehr viel stärkere Partner. Und inwiefern wird es bei dem Treffen jetzt um die Ukraine gehen? Die Ukraine wird, ob auf dem Gipfel selbst oder aber in den Gesprächen vorab, sicher eine große Rolle spielen. Das ist ja eine gute Gelegenheit für alle die Staatsführer, die dorthin kommen, mit Putin zu reden, ohne nach Russland direkt zu fahren. Und manche werden das sicherlich nutzen. Erdogan wird da sein, der türkische Präsident. Er ist eine Art Dialogpartner dieser Shanghai-Staatengruppe. Und er wird sicherlich mit Putin auch über das Getreideabkommen reden. Das gilt ja bis November. Russland hat schon angedroht, vorher bereits auszusteigen. Erdogan hat das mitvermittelt, gemeinsam mit den Vereinten Nationen. Und das wird sicherlich dort eine große Rolle spielen. Danke für die Informationen, Ina Ruck. Ja, und zur Wirtschaft. Obwohl seit einiger Zeit so gut wie kein russisches Gas mehr in Deutschland ankommt, sinken die Gaspreise aktuell. Das erscheint verwunderlich. Und deshalb fragen wir nach Klaus-Rainer Jackisch in der Frankfurter Börse, wie kann man das erklären?
Ja, in der Tat eine verwunderliche Entwicklung. Der Gaspreis war ja zeitweise, hat er sich verzehnfacht im Zuge der Krise. Er hatte rund 350 Euro pro Megawattstunde gekostet. Aber seit ein paar Tagen, da rutscht er wieder ab. Im Moment notiert der Gaspreis ungefähr bei 200 Euro pro Megawattstunde, teilweise ein bisschen darüber. Die Schwankungen sind weiterhin da. Hauptgrund ist, dass die Nachfrage reduziert worden ist. Das liegt zum Teil daran, dass stärker gespart wird, dass teilweise umgestellt worden ist von den Unternehmen, dass insgesamt weniger Gas nachgefragt wird. Zum anderen liegt es allerdings auch daran, dass die Panikreaktionen, die es gab, aus den Preisen herausgenommen worden sind. Also es gibt so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Gaspreise nicht weiter steigen, sondern sich so einigermaßen wieder normalisieren, wenngleich natürlich das Niveau immer noch viel, viel zu hoch ist. Der gesamte deutsche Aktienmarkt heute leicht in der Pluszone. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 13.063 Punkten, 35 mehr als gestern nach den starken Verlusten, also eine Gegenbewegung. Dankeschön, Klaus-Rainer Jakisch. Wer soll das bezahlen? So könnte die Überschrift lauten über einem Treffen heute im Kanzleramt. Zum zweiten Mal hat Bundeskanzler Scholz Arbeitgeber und Gewerkschaften zum Spitzentreffen eingeladen, der sogenannten konzertierten Aktion. Gesucht werden Wege, um die Folgen von Inflation und hohen Energiepreisen abzufedern. Zuvor hatte Scholz eine steuerfreie Einmalzahlung der Arbeitgeber von bis zu 3.000 Euro ins Spiel gebracht. Einen richtigen Ansatz, nannte das DGB-Chefin Fahibi, forderte zugleich aber eine dauerhafte Stabilisierung der Reallöhne. Im ARD-Morgen-Magazin wurde sie konkreter. Wir werden natürlich differenziert und die wirtschaftliche Lage auch der Betriebe und der Branchen berücksichtigt, aber trotzdem sehr klar machen, was unsere Erwartungshaltung ist, nämlich, dass wir eine Stabilisierung der Reallöhne brauchen. Es gibt aber auch gemeinsame Interessen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das ist die Beschäftigung zu sichern, die Standorte zu sichern und dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht zu einer Insolvenzwelle kommt und wir keine massiven Strukturbrüche in der Industrie bekommen. Und das wollen wir gemeinsam natürlich auch gerne mit dem Kanzleramt besprechen. Ja, Uli Mehrkamp in Berlin. Die Interessen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern liegen naturgemäß weit auseinander. Jetzt also erneut ein Treffen auf Chefebene im Kanzleramt. Was kann man davon erwarten? Naja, es war ja im Vorfeld dieses Treffens sehr häufig die Rede von diesen Einmalzahlungen, die der Kanzler ins Spiel gebracht hat. Bis zu 3.000 Euro sollen Betriebe letztendlich ihren Beschäftigten zahlen können, steuer- und abgabenfrei. Das ist eine Sache, die beide Seiten gut finden. Und deswegen glaube ich auch, dass das am Ende stehen könnte. Darüber hinaus wird es schwierig, denn die Arbeitgeber rechnen sicherlich damit, dass mit diesen 3.000 Euro, das wäre ihr Interesse, auch alles, was jetzt Lohnverhandlungen angeht, abgegolten ist. Die Gewerkschaften an sich haben ein Interesse an der Reallohnsicherung. Und das würde heißen, dass im Schnitt zwischen 7% und 10% bei der diesjährigen Lohnrunde rauskommen müsse an Zuwächsen. Und das halte ich wiederum für sehr schwierig. Mal hypothetisch, was müsste denn rauskommen, damit beide Seiten zufrieden sein können? Naja, es müsste rauskommen eben halt, dass man sich auf diesen Betrag einigt. Das halte ich für unkritisch. Es müsste allerdings auch rauskommen, dass es von staatlicher Seite auch Zusagen gibt, die letztendlich, Frau Fahimi hat es ja im Interview auch angesprochen, die Existenz sichert von Betrieben, die jetzt in schweres Fahrwasser kommen. Da ist dann eher wieder die Politik gefragt. Tarifverhandlungen werden sicherlich bei diesem Treffen nicht geführt werden. Uli Mehrkamp, danke nach Berlin. Wenn sich die 120 Delegierten zum Deutschen Hausärztetag in Berlin versammeln, gibt es viele Themen zu besprechen. Im Mittelpunkt dürfte aber auch in diesem Jahr die Corona-Pandemie stehen. Da hilft es auch nichts, dass der Verbandsvorsitzende Weigel zum Start aufforderte, neben Covid-19 auch andere Erkrankungen wieder stärker in den Blick zu nehmen. Für einige Verwirrung und Diskussionsbedarf sorgt derzeit der Umgang mit den neu zugelassenen angepassten Corona-Impfstoffen. Hausärztin Doris Höppner bereitet den neuen Corona-Impfstoff BA1 vor. Erst in dieser Woche ist er in ihrer Berliner Praxis eingetroffen, allerdings nicht die Menge, die sie bestellt hatte. Wir sind froh, dass wir den neuen Impfstoff jetzt haben, der BA1-Impfstoff. Allerdings ist es so, dass sehr relativ große Verunsicherung seitens der Patienten, aber auch seitens der Kollegen steht, weil wir wissen, dass es quasi in der Pipeline schon wieder ein neuer Impfstoff gibt, nämlich BA45. Das verwirrt viele.
Ärzte und Patienten hoffen jetzt auf eine schnelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die wahrscheinlich in dieser Woche noch herausgegeben wird. Mit dem angepassten Impfstoff beschäftigt sich heute auch der Hausärztetag. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Für die gefährdeten Menschen, also über 60-Jährige und diejenigen, die mit anderen Erkrankungen auch leben müssen, ist sicher sinnvoll, sich nochmal zu impfen mit einer vierten Impfung. Ob man dann eine fünfte braucht oder so, das wissen wir jetzt nicht. Und ich gehe auch nicht unbedingt davon aus, dass das sein muss. In der Berliner Praxis von Doris Höppner gibt es jetzt schon eine Warteliste für die nächste Impfung. Sie empfiehlt ihren Patienten, sich nicht nur gegen Corona, sondern auch gleichzeitig gegen die Grippe impfen zu lassen, um gut geschützt durch den Winter zu kommen. Noch sind die Bänke leer in den Festzelten auf der Münchner Theresienwiese. Doch am Samstag soll es wieder losgehen, das erste Oktoberfest seit Beginn der Corona-Pandemie. Und weil trotz Bierpreisen von bis zu 13,80 Euro pro Maß wohl eher nicht mit Zurückhaltung der Wiesngäste zu rechnen ist, setzen die Veranstalter auch in diesem Jahr auf ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept für alles, was auf Volksfesten ebenso passieren kann. Innerhalb von 4 Minuten soll man von jedem Punkt auf dem Oktoberfest eine der Sanitätsstationen erreichen. Die Einsatzzentrale für medizinische Notfälle, in diesem Jahr rund um die Uhr besetzt. Außerdem soll es hier erstmals einen Computertomographen geben zur Untersuchung von Kopfverletzungen. Das Ziel? Möglichst viele Patienten hier auf der Theresienwiese abschließend zu versorgen, dass es eben keine unnötige Krankenhauseinweisung gibt. Um mögliche Corona-Ausfälle bei Ärzten und Sanitätern aufzufangen, wurde das Personal deutlich aufgestockt. Zur Untersuchung im Einsatz bekommen Sanitäter in diesem Jahr außerdem eine Kamera, die Bilder live zu den Ärzten in die Einsatzzentrale überträgt. Für die Zelte gelten in Bezug auf Corona keine Hygienevorschriften. Sicherlich gibt es sehr gute Belüftung und es gibt auch andere Überlegungen. Aber wir sind jetzt tatsächlich in der glücklichen Lage, dass wir entspannt auf das Fest zugehen können. Mehr als 50 Überwachungskameras wurden zur Erhöhung der Sicherheit installiert. Knapp 800 Polizeikräfte sind für den Wiesendienst angekündigt und mehr als 1000 Sicherheitskräfte. Es wird Einlasskontrollen geben, damit sie nicht mit einem großen Rucksack oder einer Tasche draufgehen, die mehr als 3 Liter fasst. Für Frauen steht außerdem ein sogenannter Safe Space zur Verfügung. Für Hilfe bei Bedrohungen und sexueller Belästigung. Viel Geduld und gutes Stehvermögen müssen alle mitbringen, die in London von der Queen Abschied nehmen wollen. Zwar erwiesen bereits Tausende der verstorbenen Monarchen die letzte Ehre und zogen im Parlament am aufgebahrten Sarg von Elisabeth II. Vorbei. Aber die Wartezeit beträgt bis zu 30 Stunden. Die Schlange ist mehrere Kilometer lang. Insgesamt werden etwa 2 Millionen Trauernde erwartet. Das Staatsbegräbnis der Queen ist für Montag angesetzt. Toll gespielt und doch verloren, so lautet das Resümee der beiden deutschen Vertreter, die gestern in der Fußball-Champions League antraten. RB Leipzig unterlag trotz mehrerer Großchancen durch 2 späte Gegentore bei Titelverteidiger Real Madrid mit 0:2. Und auch Borussia Dortmund verlor unglücklich mit 1:2 bei Topfavorit Manchester City. Es ist wie befürchtet. Das Treffen mit den alten Dortmunder Kumpels entscheidet Erling Haaland. Das Spiel kommt erst in der zweiten Hälfte in Schwung durch die Dortmunder. Reyners Ecke landet bei Reus, dessen Flanke genau auf Bellinghams Kopf. Die Gästeführung in der 56. Minute ist verdient. Bellingham löst sich im perfekten Moment von seinen Gegenspielern. Terzic Taktik scheint zu funktionieren. Manchesters erster gefährlicher Moment erst in der 66. Minute durch Erling Haaland. City, ja eigentlich sehr oft filigran, braucht die pure Schusskraft von Stones, um zum Ausgleich zu kommen. 80. Minute. Der Rechtsverteidiger gibt Torwart Meier ein unlösbares Rätsel auf. Danach ist Manchester nicht mehr zu bremsen. Traumpass Cancelo, dann der eingeflogene Haaland, das 2:1 in der 84. Minute. Die Wucht und Energie von Haaland kann der BVB nicht verteidigen. Spiel gedreht, der Sieger heißt Manchester City, dank Haaland. Und zum Schluss der Sendung werfen wir noch einen Blick auf das Wetter, auf die Wetterlage. Regnerisch und windig ist es heute. Wo und in welchem Ausmaß, das erfahren Sie jetzt in unserer Vorhersage. Im Süden regnet und gewittert es heute zum Teil kräftig. Im Norden und in der Mitte Wolken und Sonne. Vor allem im Norden kann es nass werden, blitzen und donnern. An den Alpen geht es mit Regen und Gewittern in die Nacht. Sonst einzelne Schauer. An den Küsten gibt es ein paar mehr, inklusive kurzer Gewitter. Am wärmsten wird es heute mit 23 Grad am Inn, in den nördlichen Mittelgebirgen 14.
In der Nacht Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Und das war's von uns für jetzt. Die Tagesschau meldet sich hier wieder um 14 Uhr bei Ihnen. Und auf tagesschau24 und tagesschau.de halten wir Sie bekanntermaßen durchgehend auf dem Laufenden. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem ARD-Buffet. Auf Wiedersehen.